Selbstmordattentäter, Geflüchtete und populistische Präsidenten. Und dann ist auch noch das Klima komisch. Man könnte meinen, die Welt wäre verrückt geworden. Was, wenn es tatsächlich stimmt? Die Ökonomisierung des Lebens hat sich im 21. Jahrhundert fast vollendet. Sie betrifft schon lange nicht mehr nur das Sichtbare, sondern recht tief in das Unsichtbare hinein. Alles scheint fragwürdig und unabänderlich zugleich. Das Resultat dieser kollektiven Identitätskrise ist eine psychotische Gesellschaft. Wir befinden uns in einem Übergangszustand. Die beängstigende Auflösung alter Gewissheiten kann zu einem umfassenderen und angemesseneren Verständnis unseres Lebens und Zusammenlebens führen. Jede Krise trägt in sich die Möglichkeit einer neuen Ordnung. Sie ist eine Chance, unser Menschsein neu zu begreifen. Heilung ist das Finden eines neuen Sinns. Wir brauchen keine andere Welt, sondern ein anderes Bewusstsein dessen, was ist. Es ist Zeit, alte Fragen neu zu stellen. Die Welt zu verändern beginnt damit, sie neu zu erzählen. Und welche Geschichte erzählst du? Hallo. Schön. Ich meine, ich habe schon so eine gute Zeit hier seit gestern, so mit Gesprächen und Getränken und dann dieser tolle Vortrag vorhin. Und da ist mir eine Sache dazu eingefallen, weil, also wenn es auch um Lösungen geht, ist natürlich die Idee, das Problem auch gut zu beschreiben. Und einer dieser Beschreibungen ist, dass wir gerade in einem Moment existenzieller Angst leben. Und irgendwie ist es, alles kommt hoch, von Kolonialismus über Naturzerstörung, über unsere inneren Probleme mit Fürsorge und was wir machen sollen und dass wir doch mehr als zwei Geschlechter sind und alles kommt hoch. Und dieser Moment der Angst, da gibt es so ein englisches Bild, das Wort Fear hat two meanings, ja? Forget everything and run oder face everything and rise. Und das wollte ich so mit euch teilen, weil ich denke, das ist das, wo wir gesamtgesellschaftlich, aber auch jeder Einzelne, gerade das fasst den Moment ganz gut. Aber den Moment habe ich ja auch anders und größer angelegt, versucht zu fassen. Und das dauert jetzt eine Weile. Wir haben uns für anstrengende Vorträge entschieden. Ich freue mich, dass ihr da seid. Also am Anfang meines letzten Buches stand ein Unbehagen. Das Unbehagen ist nicht weggegangen. Umbrüche, Probleme und Herausforderungen, wohin das Auge blickt. Klimawandel, Müllberge, Sinnverlust. Ökonomisierung, Digitalisierung, Globalisierung. Fake News, Filterbubbles, Parallelgesellschaften. Was vielleicht am schlimmsten ist, Nationalismus, Populismus, Verachtung. Mögest du in interessanten Zeiten leben, ist kein Insta-kompatibles Daseinsmotto, sondern ein alter chinesischer Fluch. Wir leben in sehr interessanten Zeiten. Die Gegenwart ist nicht mehr unbehaglich, sondern krisenhaft. Um genau zu sein, psychotisch. Diese auf den ersten, vielleicht auch auf den zweiten oder dritten Blick abschreckende Diagnose erlaubt uns, viele dieser ganz unterschiedlich scheinenden Umbrüche, Probleme und Herausforderungen in einer zentralen Metapher zu fassen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen einer individuellen Psychose und dem psychotischen Zustand einer Gesellschaft. Denn während ein einzelner Mensch für die Dauer dieses inneren Ausnahmezustandes sowohl sein Ich-Gefühl, seine Identität, als auch den Kontakt zum Allgemeinen verliert und deshalb nicht mehr weiß, wer er ist und wie man sich den anderen und der Welt gegenüber vernünftig und angemessen verhält, ist im Fall einer psychotischen Gesellschaft eben dieses Allgemeine auch fragwürdig geworden. Also alte soziale Selbstverständlichkeiten gelten nicht mehr und neue sind noch nicht verbindlich gefunden. Das alles wird begleitet von einem immer größer werdenden Zweifel an einer geteilten objektiven Wirklichkeit. Deshalb können wir an dieser Stelle schon mal ausblickend festhalten, dass ein Weg aus einer solchen kollektiven Identitätskrise, wo wir irgendwie als Spezies nicht mehr wissen, was wir sollen und wie wir es machen sollen. Also ein Weg führt mit einem neuen Nachdenken oder besser gesagt mit einem bewussten Erinnern dessen, da geht es weiter, was uns Menschen miteinander verbindet. Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Diese heilsame Rückkehr zu unserer existenziellen Betriebsanleitung
findet ihre erste Anwendung in der Tatsache, dass wir wissen, dass die menschliche Aufmerksamkeit begrenzt ist. Nach ungefähr 20 Minuten ist Schluss. Also hat der Vortrag, der dauert ungefähr 50 Minuten, drei Teile. Dazwischen machen wir zwei kleine Pausen, ein bisschen durchzuatmen und uns zu erfrischen. Unsere Zeit ist kostbar, denn das Leben ist kurz, sagt Seneca. Auch so eine Aussage, die für alle Menschen gilt. Deshalb zunächst ein kleiner Überblick über das, was wir gleich vorhaben. Nachdem ich euch kurz erzähle, wie ich zu dem Thema gekommen bin, klären wir ein paar begriffliche Voraussetzungen. Dann machen wir eine kleine Pause. Und blicken im zweiten Teil mit diesem gemeinsamen Begreifen auf den krisenhaften Zustand der Gegenwart. Wobei wir zugleich darüber nachdenken, wie es so weit kommen konnte. Das wird ein bisschen anstrengend. Aber schön, hoffe ich. Dann machen wir nochmal eine kleine Pause. Und widmen uns abschließend der Frage, wie und wodurch es uns gelingen könnte, diesen krisenhaften gesellschaftlichen Zustand zu überwinden. So. Fangen wir an. Am Anfang, also dort, wo wir sind und wo wir stehen. Genauer gesagt, dort, wo ich stehe und von wo aus ich selbst auf die Welt blicke. Das Ausweisen der eigenen Perspektive, die qua Definitionen beschränkt und natürlich kritisierbar ist, macht deutlich, dass es bei allem Begreifen nicht um endgültige Wahrheiten geht und gehen kann, sondern um brauchbare Vorschläge zur Beschreibung von Sachverhalten. Diese methodische Vorläufigkeit ergibt sich zugleich aus der Natur des behandelnden Gegenstandes. Der Gegenstand ist nämlich wir. Denn wir fragen nach dem Leben, nach dem Menschen und nach dem Sinn unseres Lebens. Ein Sinn, der sich zugleich in der Form ausdrückt, die wir diesem Leben und Zusammenleben geben. Besagtes Zusammenleben beschäftigt mich persönlich schon länger. Vor mehr als 15 Jahren habe ich mich in meinem ersten Buch Der Tanz um die Lust gefragt, warum wir auf einmal alle sexy werden müssen. Das war mal nicht so. Einige Jahre später habe ich in seinem Nachfolger, der fing mit dem Satz mit dem Unbehagen an, der Nachfolger, du sollst nicht funktionieren, von der neuen Lebenskunst darüber nachgedacht, was es mit uns macht, wenn wir nicht nur unser Begehren, sondern auch noch den ganzen Rest zum Markte tragen. Gut gesagt, schlechte Idee. Das bekommt uns nicht. Das aktuelle Buch Die psychotische Gesellschaft, wie wir Angst und Ohnmacht überwinden, beschreibt den Punkt, an dem wir vor lauter Ökonomisierung, verstanden als Leistungsdenken, Konkurrenz und Gewinnmaximierung, das Leben und uns selbst so dermaßen aus den Augen verloren haben, dass wir uns nicht mehr miteinander und im Leben zurechtfinden. Alle drei Bücher, die ich als eine jetzt abgeschlossene Trilogie des modernen Lebens verstehe, verbindet aber nicht nur eine immer kritischer werdende Haltung gegenüber unserem Umgang miteinander und mit dem Leben, sondern auch ein unerschütterlicher Glaube an den Wert dieses Lebens und an die Würde und die Kraft jedes Einzelnen. Doch weil eine zugegebenermaßen vollmundige Diagnose wie diejenige einer psychotischen Gesellschaft sich nicht nur an konkreten Phänomenen und Zusammenhängen nachvollziehen lassen muss, sondern ebenso aus einem ganz spezifischen Denken, aus einer ganz bestimmten Weltanschauung entspringt, möchte ich Sie jetzt einladen, mit mir einen kleinen Spaziergang durch diese eben meine Weltanschauung zu machen. Wovon sprechen wir, wenn wir vom Leben sprechen? Also wovon spreche ich? Das Leben ist eine geheimnisvolle Ganzheit, deren Dauer der Wandel ist. Alles ist im Austausch. Alles strebt nach Ausgleich. Alles ist mit allem verbunden. Durch Resonanz und Rhythmus, durch Reibung und Einklang. Alles, was ist, ist in Bewegung, atmet. Ein ständiges Schwingen zwischen Polaritäten. Es geht von Tag zu Nacht zu neuem Tag. Ordnung, Chaos, neue Ordnung werden vergehen und Neues werden. Der Mensch ist ein Teil dieser geheimnisvollen Ganzheit. Und sie ist zugleich ein Teil von uns. Wir tragen das Leben in uns und sind durch es und mit ihm verbunden. Der Mensch ist also ein lebendiger Teil des Lebens. Ja, das sagt viel und wenig zugleich. Also jetzt nochmal genauer, was ist der Mensch?
Ja. Ich weiß ja auch nicht, ja. Sicher ist nur, dass er das einzige Lebewesen ist, das diese Frage, ja, wer bin ich denn, stellen kann, stellen muss und zugleich niemals abschließend beantworten kann. Denn im Gegensatz zu den bestimmten Tieren, die in eine bestimmte Umgebung hineingeboren sind und wie der tropische Fisch sein Riff in den immer gleichen Bahnen umrundet, ist der Mensch das unbestimmte Tier, das sich seine Lebensumstände, seine Umlaufbahn immer wieder neu schaffen kann und schaffen muss. Wir müssen uns selbst auf der Erde beheimaten. Die damit verbundene Frage nach dem guten Leben und Zusammenleben aktualisiert sich in jeder Generation, aber auch in jedem neuen Menschen, der diese Welt betritt. Wobei jeder junge Mensch zuerst von seiner Kultur, seiner Familie und seinen Freunden lernt, was man gerade so denkt und tut und will. Was es also zu dieser bestimmten Zeit, an diesem bestimmten Ort heißt, ein Mensch zu sein. Jede Kultur ist also immer auch eine Weltanschauungsgemeinschaft. Dieses Leben und Zusammenleben auf eine bestimmte Weise ordnet und gewichtet, indem sie Grenzen wie Häuserwände zieht zwischen Innen und Außen, Eigenem und Fremdem, Erlaubtem und Verbotenem. Wobei sie ein praktisches Wie mit einem begründeten Warum verknüpft. Also wie wir Menschen an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit mit Leben und Tod, Liebe und Arbeit, Geld und Sexualität umgehen. Wie wir dabei zwischen den Generationen und zwischen den Geschlechtern vermitteln. Und wie wir dabei unsere unvermeidlichen Unterschiede ebenso ausgleichen wie bewahren. Und aufgrund welcher Überzeugungen wir das tun. Also welche kollektive Bestimmung von Mensch und Leben dahinter steckt. Und obwohl sich alle Menschen in allen Kulturen auf dieser Welt auf diese Weise im Leben beheimaten, sind wir Menschen zugleich das einzige Tier, das sich ein Haus baut, in dem es nicht mehr leben will. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir Lebensbedingungen erschaffen können, die unseren elementarsten Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden. Bedürfnisse nach Solidarität und Schutz, Verbundenheit und Verbindlichkeit, gemeinsamer Zukunftsvision und kollektiver Identität. Und einem angemessenen Umgang, mit der uns alle verbinden, Verletzlichkeit, Widersprüchlichkeit und Einzigartigkeit. Das ist schon eine erste Antwort auf die Frage, was gerade eigentlich passiert. Also diese umfassende Krise, die natürlich einfach auch eine Reaktion ist auf unseren Umgang mit dem Leben. Denn obwohl wir großen Einfluss auf dieses Leben nehmen können, sind wir zugleich nicht wirklich frei. Einerseits ist immer schon was da. Wir stehen alle auf Ruinen und niemand betritt eine leere Welt, sondern man ist eben immer in eine bestimmte Epoche, in eine bestimmte Kultur, in eine bestimmte Familie hineingeboren. Ganz zu schweigen davon, dass auch alles mögliche andere mit uns da ist. Die Natur, die Tiere, die Erde und unsere eigenen Schöpfungen, wie der Kapitalismus oder die Eisenbahn oder dieses Podium, Pult, Tisch. Andererseits steht uns Menschen nicht nur vieles entgegen, sondern uns bleibt auch vieles unverfügbar. Beim Leben, beim Lieben und beim Sterben. Diese paradoxe Position beschreibt der existenzialistische Philosoph Martin Heidegger, den wir jetzt trotz seiner Angebräuntheit und schlimmerer Verfehlungen als klugen Denker achten wollen. Also diese schwierige Position beschreibt er als geworfenen Entwurf. Geworfenheit umfasst die Momente unserer Unfreiheit. Und der Gedanke des Entwurfes illustriert die gleichzeitige Offenheit der Zukunft und dadurch auch unsere Verantwortung für sie. Denn wir sind eben nicht nur das, was ist, sondern immer auch das, was sein könnte, weil wir werdende Wesen sind, bis zum Tod. Dieses seltsame Nebeneinander von Freiheit und Unfreiheit ist nur einer der vielen Gegensätze, die nicht nur das Leben, sondern auch unser Leben strukturieren. Dass wir einen Körper und eine Innenwelt haben. Dass wir sowohl Teil als auch Ganzes sind. Dass wir zu uns selbst, aber auch zueinander kommen müssen. Der Mensch ist eben auch das widersprüchliche Tier. Und jede Bestimmung, die diese Ambivalenzen aufgibt, ist letztlich eine Verflachung.
Schlimmer noch, eine Beraubung. Denn der Mensch als lebendiges Wesen ist keine Figur des Entweder-Oder, sondern eine Figur des Sowohl-als-auch. Sowohl Stärke als auch Schwäche, sowohl Sein als auch Werden, sowohl Gehorsam als auch Widerstand. Genauer gesagt, er ist das Dritte. Er ist der Umgang mit all seinen Widersprüchen. Und diese Artistik, diese immer wieder zu leistenden Balancen und Justierungen zwischen mir und den anderen, Erwartung und Wirklichkeit, Verfestigung und Veränderung, beschreibt den Menschen als notwendig kreative Kreatur. Ein Tier für das Leben heißt, dass es sich und die Welt, in der es lebt, immer wieder neu begreifen, begründen und gestalten muss. Dabei sind wir alle in ein Leben hineingeboren, das sich uns als eine unendliche Entfaltung von Seinsmöglichkeiten zeigt, deren übergeordneter Sinn uns entzogen ist. Ein Naturwissenschaftler würde da einfach sagen, die Evolution ist zukunftsblind. Das Leben ist also nicht auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet. Und doch liegt ein ungeheurer Wert in dieser unendlichen Entfaltung von Seinsmöglichkeiten. Eine Entfaltungslust, eine Daseinsfreude. Doch es geht um mehr. Denn nur weil es keinen übergeordneten Sinn des Ganzen gibt, können wir selbst Sinn aus unserem eigenen Leben machen. Doch wir stellen diesen Sinn nicht nur her, sondern er stellt sich auch ein. Er stellt sich ein, wenn wir unserer eigenen Position im Ganzen gerecht werden und die Abstände und Benachbarungen zwischen den Dingen stimmen, die Rhythmen und Resonanzen. Wenn also eine lebbare Ordnung herrscht, die so viele Formen haben kann, wie es menschliche Behausungen gibt, in denen man sich wohlfühlt, beheimaten kann. Sinn entsteht also, wenn wir uns im Leben und Zusammenleben mit allem, was ist, zurechtfinden. Wobei wir den Sinn des einzelnen menschlichen Lebens darin sehen können, eine einzige, unersetzliche, dieser unendlich vielen Seinsmöglichkeiten zu sein und auf diese Weise einen eigenen Beitrag zur allgemeinen Entfaltung zu liefern. Also, jeder einzelne Mensch legt durch sein Leben, durch den Vollzug seines eigenen Lebens, Zeugnis darüber ab, was es heißen kann, ein Mensch zu sein. Jeder einzelne Mensch gibt durch sein Dasein eine einzigartige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und damit nach der Möglichkeit, in diesem Leben zu Hause zu sein. Zugleich blickt jeder und jede Einzelne von einem ganz eigenen Ort aus auf dieses Leben und bringt alleine dadurch einen einmaligen Aspekt dieser geheimnisvollen Ganzheit, die wir Leben nennen, zum Ausdruck. Allein schon deshalb ist jeder Einzelne und jede Einzelne und divers kostbar und unersetzlich und vor allem sinnvoll. So, jetzt kommt der Moment, wo wir ein bisschen Pause machen. Ja, nur so ein bisschen durchatmen, nicht keine große Pause, also so im Flow, aber ja, also wir sind jetzt da. Wir sind da, aber wir haben uns nicht. Das Leben geschieht uns, aber wir können vieles gestalten. Wie soll man diese paradoxe Lage des Menschen begreifen? Unmöglich. Und doch ist das Begreifen so natürlich wie der Atem. Und so konkret. Und jetzt bitte ich euch mal kurz mit mir zu atmen. Kein Scheiß. Also, würdet ihr alle mal einmal fünfmal durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. Okay, wer hat jetzt geatmet? Die interessantere Frage ist, wer hat vorher geatmet? Und so ist es auch mit dem Leben. Alles geht sozusagen automatisch seinen Gang, ganz im Sinne der Energieerhaltung.
Und doch können wir das meiste, nicht alles, das meiste, was wir uns bewusst machen, auch bewusst beeinflussen. Und so können wir letztlich auch viele Automatismen verändern. Wie man beispielsweise durch Übung von der Gewohnheit des Plastikgebrauchs in die Gewohnheit der nachwachsenden Rohstoffe kommen kann. Oder von der Theorie in die Praxis. So. Machen wir also weiter. Indem wir unsere verrückte Gegenwart in den Blick nehmen. Aber zunächst erinnern wir uns. Der Mensch ist das unbestimmte Tier. Und auch das Widersprüchliche. Der Philosoph Søren Kierkegaard hat fast 100 Jahre vor Heidegger unsere paradoxe Lage in einfache Worte gefasst. Er schreibt in seinem Buch der Begriff Angst, der Mensch ist ein seltsam zusammengesetztes Wesen, das für sich selbst ein Problem ist. Ich erwähne Kierkegaard nicht nur, weil ich ihn verehre und auf ihn baue, sondern weil er in seinen vielfältigen Beschreibungen des mit unserem Menschseins automatisch mitgelieferten Identitätsproblem, also dieser Frage, ja, was bin ich denn jetzt, was mache ich denn noch? Also dieser Beschreibung des Problems, also der Tatsache zum Beispiel, dass wir als werdende Wesen sowohl Geschöpfe als auch Schöpfer sind. Also mit dem Verweis auf das Problem hat er auch den Ort, was wir vorhin mit dem Verweis auf die artistischen Kompetenzen schon angedeutet haben, also er hat den Ort bezeichnet, an dem wir das Problem sowohl empfinden als auch überwinden können. Und dieser Ort ist unser Geist. Dieser Geist, verstanden als Bewusstsein unseres Bewusstseins, meint im Folgenden deshalb weder Verstand noch Vernunft, sondern beschreibt das Vermögen, alle uns Menschen möglichen Bewusstseinsinhalte, Gedanken und Gefühle, Gerüche und Geschmäcker, Erinnerungen und Träume, ebenso wie die unendlichen Weiten unserer inneren Welt, wahrzunehmen, zu erfassen und zu gewichten. Dieser Geist, und zu beurteilen vor allem, wahrnehmen, erfassen, beurteilen, dieser Geist, den Kierkegaard an einigen Stellen auch unser Selbst nennt, befähigt uns also zu den für unsere sinnstiftende Selbstverordnung immer wieder notwendigen Vermittlungen zwischen Freiheit und Notwendigkeit. Wenn ich es heute Abend esse, dann tut es mir morgen früh leid. Diese ganzen Sachen, ja, das Kleine und das Große. Diese notwendigen Vermittlungen zwischen Freiheit und Notwendigkeit, Dauer und Wandel, Selbstsein und Mitsein. Wobei es genau diese abwägende Existenzbezugnahme ist, die uns von den bestimmten Tieren unterscheidet. Weil wir uns nicht nur fragen, was machen wir, sondern wir fragen uns auch, sollte ich das machen? Ja. Uns Menschen eint also nicht nur unsere widersprüchliche Lage als unbestimmte Tiere, die alle einen Geist besitzen, sondern ebenso die damit verbundene Fähigkeit, immer wieder neu auf uns und unser Leben Bezug zu nehmen. Solcher Art heraustretend können wir uns ebenso in andere hineinversetzen, beim Lesen zum Beispiel, wie auch für uns selbst beurteilen, was schädlich und was förderlich ist, was wir tun und was wir lassen sollen, woher wir gekommen sind und wohin wir aufbrechen möchten. Der Verrückte jedoch kann nicht mehr auf sein Dasein antworten. Er ist sich und der Welt abhanden gekommen. Obwohl es viele Formen menschlicher Verrücktheit gibt, konzentrieren wir uns im Folgenden auf die Psychose als einen inneren Ausnahmezustand, während dessen Dauer der Betroffene den Kontakt zur Realität verliert. Das ist ganz wichtig. Die Realität ist unverlierbar. Die Erde. Ja, gefährdet, okay, aber unverlierbar. Wir verlieren nur den Kontakt dazu. Also, den Kontakt zur Realität verliert. Das ist die Essenz der psychotischen Erfahrung. Und eine solche psychotische Erfahrung, die ungefähr 1% der Weltbevölkerung, das ist auch historisch konstant, hat nichts mit Gesellschaftsformen zu tun, 1% der Weltbevölkerung macht mal so eine Erfahrung durch. In Deutschland sind das ungefähr 80.000 Leute und in Österreich, na gut, tut mir leid. Wie viel sind das, wie viele Einwohner hat Österreich? 8.000 ist schon. Also diese psychotische Erfahrung kann entweder durch Medikamentation und Therapie überwunden werden oder verfestigt sich zu einer Schizophrenie, die eine Häufung psychotischer Episoden ist. Deshalb verweist der Begriff der Psychose schon mal essentiell auf einen Übergangszustand und damit auf ein temporäres Virulentwerden des eigenen Identitätsproblems, während dessen Dauer die
Grenzen zwischen Ich und Welt verschwimmen, wodurch die eigene Identität ebenso instabil wie total erscheint. Begleitet wird dieser Selbst- und Weltverlust von Angst angesichts der inneren Auflösung und Ohnmacht angesichts der Unfähigkeit, irgendwas dran zu ändern. Hello, Anxiety. Das Geisteskranke an einem psychotischen Zustand äußert sich also in einem temporären Verlust eben dieses Geistes und der durch ihn ermöglichten artistischen Kompetenzen, sprich unserer Fähigkeit, zwischen unseren unterschiedlichen Existenzebenen zu vermitteln, uns vernünftig und vorausschauend zu verhalten und dadurch auf eine Weise im Leben einzurichten, die angemessen, sinnvoll und identitätsstiftend ist. Das wiederum könnte man heute auch über unsere Gesellschaft sagen, die ebenfalls immer größere Schwierigkeiten hat, sich vernünftig, angemessen und vorausschauend zu verhalten, also real und folgenreich Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft zu übernehmen. Politik. Ich sag nur Erderwärmung. Der Umgang mit Geflüchteten oder ganz banal in Deutschland fehlende Kinderbetreuung, Lehrermangel, Pflegenotstand und so weiter. Wir erinnern uns, während der Psychotiker den Kontakt zum Allgemeinen verliert, ist eine psychotische Gesellschaft dadurch gekennzeichnet, dass eben dieses Allgemeine fragwürdig wird. Also verschiedenste Selbstverständlichkeiten des Zusammenlebens nicht mehr gelten. Wodurch gleichzeitig die für jede Gesellschaft lebensnotwendige Vermittlung zwischen Eigenem und Fremden, Alten und Jungen, Armen und Reichen nicht mehr funktioniert. Diese Auflösung sozialer Verbindlichkeiten produziert auch weitere widersprüchliche Phänomene, wie die groteske Gleichzeitigkeit von Naturschutz und Naturzerstörung, der Allgegenwart sozialer Medien bei anwachsender Vereinsamung, immer massivere Beschleunigung bei immer massiverer Stagnation. Das alles gipfelt in einem immer dringlicher werdenden politischen Handlungsbedarf. Da können wir jetzt auch mal einen reflektierten Umgang mit der Digitalisierung denken und der Überwachung. Aber also es gibt einen immer größeren Handlungsbedarf bei immer unausweichlich scheinenderer Lähmung. Was nichts anderes heißt, als dass auch der psychotische Zustand der Gesellschaft ebenso instabil wie total erscheint. Wobei Letzteres auch daran liegt, dass sich trotz anwachsender Widersprüche gleichzeitig alles mit allem zu vermischen scheint. Hierzu gehört beispielsweise die zunehmende Ununterscheidbarkeit von Arbeit und Freizeit, Privatheit und Öffentlichkeit, Marktwert und Selbstwert. Ebenso wie der uns allerorts und jederzeit begegnende absurde Brei aus realen Tragödien und süßen Katzenvideos, aus Selbstmordattentätern und den neuesten Produkten. Politik, Spektakel und Reisebericht. Obwohl diese brüchige Totalität die Essenz eines psychotischen Zustands beschreibt, spricht die Medizin mittlerweile nicht mehr von der Psychose, sondern von einem psychotischen Kontinuum. Das wichtigste internationale anerkannte Werk zur Diagnostik, das hatten wir heute schon, also DCM-5 und das Äquivalent ist ICD-10, das international zur statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, unterscheidet bezüglich des psychotischen Kontinuums schizophrene, organische und affektive Formenkreise. Organische. Und auch beim Gebrauch der Psychose als Metapher für einen krisenhaften gesellschaftlichen Zustand lassen sich Elemente aus allen drei Formenkreisen finden. So. Das beginnt mit der organischen Beschreibung einer Psychose, also das, was man wirklich im Menschen findet, wenn man mit der in einem solchen Zustand ist, organisch zeigt sich eine Psychose als Dopaminflut, welche die sonst von diesem Botenstoff unter anderem verwaltete Unterscheidungsfunktion. Dopamin hilft uns, uns zu erinnern, indem es Sachen markiert sozusagen. Also diese Unterscheidungsfunktion zwischen Ich und Welt wird beeinträchtigt bei zu viel Dopamin und das führt zu diesen Auflösungserscheinungen und der Totalität von Ich und Welt. Auf kollektiver Ebene entspricht die Dopaminflut dem Zusammenhang von ökonomischem Steigerungszwang und konstanter Beschleunigung aller Lebensbereiche bei ständig anwachsender Reizüberflutung. Wir kommen gerade einfach nicht mehr mit und verlieren dabei nicht nur das Leben, sondern auch unsere eigene Position innerhalb dieses Lebensganzen immer stärker aus den Augen und damit auch den Sinn, den wir individuell und kollektiv herstellen können. Bewohnbarkeit. Im Kern jeder psychotischen Erfahrung steht also ein umfassender Realitätsverlust.
Dabei verliert man natürlich nicht die Realität an sich, sondern eben den Kontakt zu ihr. Zu dieser Fehlverortung kommen Symptome aus dem affektiven, die Gefühle betreffenden Formenkreis wie Erregungszustände, aber auch eher dem schizophrenen Spektrum zugeordnete Phänomene wie Wahnideen, Störungen des Ich-Erlebens und mangelnde Krankheitseinsicht. Auch unsere kollektive Krise ist begleitet von Erregungszuständen, verkörpert von den immer lauter auf und immer schneller wieder abflammenden News. Ich meine, brennt echt der Amazonas noch? Reden wir noch, brennt Australien noch? Ja, also das war doch mal eine brennende Frage. Nichts mehr davon gehört. Paranoide Wahnideen wie Verschwörungstheorien. Da haben wir gerade wirklich die Flacherdler, die Anti-Waxers. Ja, also es Leute, die konkret glauben, dass die Erde, ja, also das breitet sich alles aus. Von der unbestreitbaren Realität der digitalen Totalüberwachung, mal ganz abgesehen. Ja. Zugleich lösen konsumgesteuerte Überindividualisierung, digitale Filterbubbles und immer stärker auseinanderdriftende Weltanschauungen, aber auch echt Erfahrungen, den gesellschaftlichen Konsens auf. Diese fortwährenden Störungen des Wir-Erlebens erzeugen auch auf kollektiver Ebene existenzielle Angst und lähmende Ohnmacht. Was nichts anderes meint als den Verlust der Fähigkeiten, Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen und reale Konsequenzen zu ziehen. Diese mangelnde Krankheitseinsicht wiederum betrifft sowohl die Gesellschaft als auch ihre Mitglieder, die sich zusätzlich historisch neuen Ablenkungsmöglichkeiten gegenübersehen. Social Media, die neuen Serien und natürlich die News. Dabei kann man diese digitalen Realitätsfluchthelfer als Unendlichkeitsmaschinen bezeichnen, deren wichtigste Aufgabe darin besteht, unseren Geist unendlich beschäftigt zu halten. Funktioniert doch ganz gut. Sie kapern unser Dopaminsystem und sie machen es süchtig. Und wer süchtig ist, hat keine Zeit mehr nachzudenken. Und es hat immer weniger echte Motivation, auch zu handeln. Und das haben wir ja schon gehört. Also darüber wird ja ganz offen geredet, wie im Silicon Valley diese Klebrigkeit, mit der wir gerade zu tun haben. Ja, das ist wirklich gut ausgedacht. Also ein Mensch weiß, was einen Menschen anlockt. Ja, so. Bevor wir uns allerdings, und da kommt auch bei mir der Schluss, wird es dann wieder schön, ja, oder hoffnungsvoller. Aber bevor wir uns jetzt fragen, wie wir diese umfassende Krise als ebenso umfassende Chance begreifen können, einen anderen Umgang mit unserem Leben und Zusammenleben zu finden, müssen wir uns fragen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. So. Auch diesbezüglich zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen einer individuellen psychotischen Erfahrung und dem psychotischen Zustand der Gesellschaft. Denn obwohl beides einen langen Vorlauf hat, der in beiden Fällen natürlich was damit zu tun hat, wie ein Mensch oder eine Gesellschaft sich bestimmen, was sie deshalb tun und was sie lassen und ob sie dabei dem Leben in sich und um sich gerecht werden oder halt nicht, ist es bei einer individuellen Psychose nicht immer möglich, Gründe und Auslöser zweifelsfrei zu bestimmen. Warum wird der eine in einer Belastungssituation verrückt und die andere nicht? Warum wird die eine nach einer Psychose wieder gesund und der andere rutscht in eine Schizophrenie und braucht lebenslange Betreuung? Wir wissen es einfach nicht. Wir Menschen sind eben nicht nur unbestimmt und widersprüchlich, sondern auch geheimnisvoll. Bei einer psychotischen Gesellschaft jedoch ist die Frage nach Gründen und Auslösern eventuell etwas einfacher zu beantworten. Obwohl man gerade das auch ganz anders sehen kann, das können wir gerne nachher noch sehen, wenn ihr das anders seht. Ich möchte jedenfalls drei mögliche Antworten auf die Frage, wie es verdammt nochmal so weit kommen konnte, in aller Kürze skizzieren. Da wären erstens die einseitige und ignorante westliche Weltanschauung, zweitens das zweifelhafte Erbe der Aufklärung und drittens die Allgegenwart des ökonomischen Denkens, wobei diese drei Sachen natürlich vollkommen zusammenhängen. Wenn wir uns wieder einmal erinnern, ist jede Kultur eine Weltanschauungsgemeinschaft, welche die mannigfaltigen Ausdrucksformen des Lebens durch Ein- und Ausschlüsse sowohl ordnet als auch gewichtet. Was nichts anderes bedeutet, als bestimmte Aspekte des Lebens Ganzen zu bejahen und zu fördern und andere zu verwerfen und zu verdrängen. Vereinfacht gesagt haben wir hier im Westen, in Europa oder genauer gesagt in all den Ländern, die durch eine antike, christliche und koloniale Vergangenheit verbunden sind, schon seit Jahrtausenden
den denkerischen Abstand zum Leben vor die bewusste und verantwortliche Teilhabe an diesem Leben gestellt. Und damit das Machbare vor das Brauchbare und die Beherrschung der Umwelt vor die Selbstbeherrschung. Begonnen hat diese egozentrische Welt- und Selbstbestimmung mit der Popularisierung von Platons Ideenlehre, welche durch ihren Glauben an eine transzendente, also das real und konkret existierende, überschreitende Hinterwelt, bei Platon war das noch das Reich der ewigen Ideen und unvergänglichen Formen, also durch diese Idee von diesem anderen Ort legte er den Grundstein für eine immer noch andauernde Verachtung allen Irdischen. Inklusive der Natur, des Körpers, der Gefühle und natürlich auch der Frauen, die all das sozusagen in Personalunion verkörperten. Dieser durch Platons Idee einer wirklicheren Wirklichkeit vor mehr als 2000 Jahren bei uns hier im Westen, allein hier im Westen, etablierte Nicht-Ort der anderen Kulturen, wie beispielsweise der immanent, also innerweltlich orientierten klassischen chinesischen, vollkommen fremd ist. Dieser Nicht-Ort, den Platon geschaffen hat, der blieb nicht lange unbewohnt. Ein paar Jahrhunderte später schlug dort ein alter weißer Mann seine Zelte auf und blickte fortan ebenso allwissend wie ungehalten auf das irdische Gewusel. Und so wie sich der Christengott die platonische Hinterwelt zu eigen machte und dabei zugleich die Innenwelt seiner Gläubigen in Besitz nahm, Gläubige, deren Lebenssinn fortan von Mutter Kirche vorgegeben worden, sollten sich besagte Gläubige die Erde untertan machen. Also die Natur, die Tiere, die anderen Kulturen und natürlich die Frauen, deren einzige und wichtigste Aufgabe laut Gott und Kirche neben der Aufzucht von Kindern in unbedingtem Gehorsam allen Männern gegenüber bestand. Dieser Verrat an der Ganzheit, Mannigfaltigkeit und Würde des Lebens wiederholte sich zu Beginn der Neuzeit durch René Descartes 1641 formulierte Unterscheidung von Denkvermögen und Materie bei klarer Bevorzugung des Ersteren. Mit seinem berühmten Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, hat er wieder einmal den denkerischen Abstand vom Leben vor die sinnliche Teilhabe an eben diesem Leben gestellt. Das ist verdienstvoll und gefährlich zugleich. Denn besagtes Denken ermöglichen, einen Zweifel zum Status quo zu erheben, ist einer der stärksten Denkfiguren in der Geschichte der Menschheit. In diesem Zweifel steckt ein Nein zur Welt. Eine immerwährende Möglichkeit der Hinterfragung, Justierung und Korrektur. In diesem Zweifel steckt der Geist. Ohne zu zweifeln könnten wir niemals fragen, ob es so sein muss, wie es ist. Und ob es nicht auch anders sein könnte. Aber zugleich neigt diese Perspektive zur Objektivierung und Aneignung. Wenn alles denkbar ist, kann auch alles begründet werden oder gerechtfertigt. Und irgendwann hören wir eine Geschichte, warum das jetzt okay ist, dass jemand im Mittelmeer ersäuft oder so. Machen wir weiter. Während Descartes noch am alten weißen Mann im Himmel zweifelte, können wir die ungefähr 200 Jahre später ansetzende und letztlich immer noch andauernde Epoche der Aufklärung als eine umfassende Entmachtung des Christengottes und seiner Vertreter auf Erden verstehen. Viele gesellschaftliche Entwicklungen seit besagter Aufklärung lassen sich deshalb als Individualisierungsbewegungen beschreiben. Eine immer noch andauernde Dezentralisierung von Macht und Deutungshoheit, die von da oben irgendwie wieder runtertropft in den Einzelnen hinein. Natürlich ist diese Bewegung weder kontinuierlich noch einförmig und stets von ihrer Dialektik begleitet, also dem immer wieder stattfindenden Umschlag ins Gegenteil, in Massenbewegungen und kollektiven Irrsinn, in Gewalt und Krieg, in Kälte und Unmenschlichkeit. Aber auch sonst wird diese umfassende Mündigkeitsmobilmachung immer wieder unterlaufen, nicht zuletzt von uns Einzelnen selbst. Denn wie schon Kant in seinem Aufklärungsaufsatz bemerkte, steht dem bewusst gelebten eigenen Leben inklusive eigener und eigenhändig überprüfter Weltanschauung immer schon und immer zu des Menschen Faulheit, Feigheit und Bequemlichkeit entgegen. Ganz zu schweigen von den vielen Mails, die wir heute alle immer beantworten müssen. Aber bleiben wir aufmerksam. Das aufgeklärte Denken können wir als Begreifen der Menschenwelt durch den Menschen verstehen. Getragen von der Einsicht, dass es wirklich keine ewige göttliche Ordnung gibt oder keine eindeutige göttliche Ordnung gibt und wir unsere Lebensumstände tatsächlich selbst bestimmen und verantworten. Der mit diesem Denken und seinen Aktualisierungen einhergehende Verlust einer allgemein verbindlichen Weltdeutung zugunsten einer individuelleren und auch durch das Individuum zu verbürgenden Perspektive hat nicht nur die Freiheit des Einzelnen erhöht, sondern im gleichen Atemzug auch das Gemeinsame fragwürdig werden lassen. Und
Obgleich wir viele Errungenschaften der Aufklärung, darunter die Anerkennung unserer existenziell unterschiedlichen Daseinserfahrungen und der damit einhergehenden unterschiedlichen Standpunkte, von denen aus man das Leben und Zusammenleben begreifen kann und begründen muss, gerade angesichts unserer postfaktischen, paranoiden und rudelbildenden Gegenwart unbedingt verteidigen müssen, ja, für den Partikularismus, gibt es angesichts des krisenhaften Zustandes unserer Gesellschaft ebenso die existenziellen Gemeinsamkeiten unserer Spezies wieder in den Blick zu nehmen. Wir Menschen sind alle zutiefst soziale Wesen, die das Leben einander verdanken und einander schulden, weil wir nur voneinander lernen können, was es heißen kann, ein Mensch zu sein. Wir brauchen einander, nicht nur am Anfang und am Ende unseres Lebens, sondern auch dazwischen. Weil der Sinn dieses Lebens nicht nur heißt, es bewusst und selbstständig zu leben, sondern ebenso darin besteht, es miteinander zu teilen. Gerade jedoch teilen wir nicht. Weder miteinander noch mit dem, was mit uns lebt. Und vielleicht ist das auch schon eine weitere Antwort auf die Frage, warum uns zugleich der Sinn dieses Lebens und Zusammenlebens so fühlbar abhanden gekommen ist. Denn ironischerweise haben die Popularisierungen des Descartes'schen Denkens nicht nur unser Ego, also unseren Machtwillen, unseren Eigennutz, unsere Gier entfesselt, sondern sind seit seinen tiefgründigen Meditationen in ihr komplettes Gegenteil umgeschlagen. Einen ebenso sinn- wie geistlosen Materialismus, der den Wert des Lebens an seiner Verwertbarkeit festmacht und den Wert des Menschen analog dazu an seiner Leistungskraft. Was an sich schon idiotisch genug ist, doch schlicht pathologisch wird, wenn sich das dahinterliegende Marktdenken zum alleine herrschenden Prinzip erhebt. Das ganze Leben wird mittlerweile kapitalisiert. Dieser Prozess verwandelt Lebendiges in Lesbares, Qualität in Quantität und Werte in Preise. An seinem Ende stehen Eindeutigkeit, Zugänglichkeit und vor allem Vergleichbarkeit. Auf der Ebene der Menschen nennt man diese Vergleichbarkeit Konkurrenz. Und da irgendwann alles mit allem vergleichbar ist, weil alles nur noch Fakt ist, Information und Nutzwert, wird alles relativ, verhandelbar. Dabei müssen menschliche Werte wie unsere Gleichheit oder die Würde des Schwachen absolut gesetzt werden. Aber genau das wird korrumpiert. Dadurch hüllt das auf krisenhafte Weise total gewordene Marktdenken nicht nur die Grundlagen unseres eigenen Zusammenlebens auf, sondern greift zunehmend die Existenzgrundlagen der gesamten Spezies an. Was nur ein anderer Ausdruck dafür ist, dass unsere von Profitdenken und Gewinnmaximierung angetriebene Lebensweise inzwischen ganz klar auf Kriegsfuß mit dem planetaren Ökosystem steht. Der Mensch ist also nicht nur ein Tier, das sich ein Haus zu bauen vermag, in dem es nicht mehr leben will, sondern auch eines, in dem es irgendwann nicht mehr leben kann. Wobei wir den psychotischen Zustand der Gesellschaft als auch als den Moment begreifen können, an dem sich jahrhundertealte Konstruktionsfehler des westlichen Hauses, darunter die selbstherrliche Verachtung der Erde, der Natur und aller nicht-westlichen Lebensformen, unabweisbar bemerkbar machen, indem sich diese blinden Flecken unserer einseitigen und egozentrischen Weltanschauung in sichtbare Herausforderungen verwandeln. Herausforderungen, die deshalb meiner Ansicht nach von Digitalisierung und Globalisierung nicht wesenhaft ausgelöst, sondern nur beschleunigt wurden. Was letztlich nichts anderes heißt, als dass wir im Zeitalter der Totalvernetzung einfach nicht mehr so tun können, als hätten deutsche Waffenexporte in ein Land am anderen Ende der Welt dort nicht ganz konkrete Folgen. Oder es gingen uns die riesigen Müllberge, die wir irgendwohin verkauft haben, einfach nichts mehr an. Ebenso wenig wie die Lebensbedingungen derer, die das ganze billige Zeug herstellen, dass wir in immer kürzer werdenden Abständen kaufen, benutzen und wegwerfen, wobei wir wieder bei den Müllbergen werden. Und bei der zweiten Pause. Und zur Auflockerung erzähle ich euch jetzt noch einen alten Witz, okay? Also was ist unfair? Wenn du mit Gott sprichst, ist es ein Gebet. Und wenn Gott mit dir spricht, ist es eine Psychose. Obwohl mittlerweile schon klar sein sollte, was ich von dieser folgenreichen Fiktion eines alten weißen Mannes im Himmel halte. Wobei mir der lebensfeindliche Schwachsinn mit der unbefleckten Empfängnis, ich meine wirklich, come on, ja, mindestens ebenso gegen den Strich geht, wie die in dieser Weltanschauung auch sonst praktizierte Verachtung des Weibes, des Leibes und des irdischen Glücks.
ist es vor allem die all diese Abwertungen begleitende Fortdauer des außerweltlichen Nichtsortes, die wir trotz aller Aufklärungsarbeit gerade jetzt, gerade hier, gerade angesichts der Krise ein für alle Mal überwinden müssen, um endlich wirklich mündig, erwachsen und selbstbestimmt zu werden. Eine solche Art aufgeklärter Aufklärung jedoch betrifft nicht mehr den unreflektierten Glauben an irgendwie einen weißen Mann da oben im Himmel, sondern den durch diese Weltanschauung ermöglichten Bewusstseinszustand, alter weißer Mann im Himmel. Eine Position, die, obwohl sie gerade massiven Gegenwind bekommt, auch heute noch dem, genauso gut wie derjenigen, die sie einnimmt, ermöglicht, sich als unbeteiligte Beobachterin zu begreifen. Die deshalb auch keine Verantwortung für das, was sie oder was er sieht, übernehmen muss. Diese positionslose Position ist ebenso bequem wie feige, ganz zu schweigen davon, dass sie nicht existiert. Denn wahrnehmen heißt teilhaben und beobachten heißt verändern. Das wissen wir nicht erst seit der Entdeckung der Heisenbergschen Unschärferelationen in der Quantenphysik. Am tragischsten jedoch erscheint mir in der leidvollen Geschichte von Aufstieg und Fall des Christengottes, dass mit dem Tod Gottes auch das Göttliche aus der Welt verschwunden zu sein scheint. Doch das Leben in seiner geheimnisvollen Ganzheit ist selbst heilig. Und das Göttliche, ob man an einen Schöpfer glaubt oder nicht, zeigt sich nicht in einem dubiosen Außerhalb, sondern ganz konkret in diesem Leben, in der sich fortwährend entfaltenden Schöpfung, in jedem Grashalm, jedem Sonnenaufgang, jedem neugeborenen Wesen. Alles ist mit allem verbunden, alles ist in Bewegung und alles strebt nach Ausgleich, nicht im Sinne irgendeiner menschengemachten Moral, sondern im Sinne der existenziellen Polarität. Vielleicht haben wir nicht nur die Sache mit der unbefleckten Empfängnis und der Herrschaft über die Erde missverstanden, sondern uns auch beim jüngsten Gericht geirrt. Vielleicht ist dieser Judgment Day gar kein Tag, sondern ein Übergangszustand, während dessen Dauer wir mit den Folgen und Konsequenzen unserer eigenen Taten konfrontiert werden, mit unserer Ignoranz, unserem Größenwahn und unserer Herzlosigkeit. Und wenn wir bei dem Witz, den ich gerade erzählt habe, Gott eben nicht als alten weißen Mann im Himmel verstehen, sondern als heilige Quelle der Schöpfung, als Essenz des Lebens selbst, ein Leben, das wir so lange und so umfassend missachtet haben, dass es uns als Reaktion darauf auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen anruft, aufrüttelt und dadurch immer dringlicher daran erinnert, dass wir kein passiver, sondern ein aktiver, ein bewusster Teil von ihm sieht. Also wenn man das so sieht, zeigt sich diese so beängstigend scheinende Krise zugleich als Einladung, unsere Position im Ganzen neu zu bestimmen. Als Westler, als Europäer, als Menschen. Doch bevor Heilung ist das Finden eines neuen Sinns. Doch bevor wir daran gehen können, unseren Umgang mit dem Leben zu verändern, müssen wir dieses Leben und unsere Rolle darin auf neue Weise begreifen. Dieses Begreifen wiederum bedarf unserer Urteilskraft, unserer Fantasie und unseres Reflexionsvermögens. Denn es sind letztlich diese geistigen Kompetenzen, die uns ebenso individuell wie kollektiv dazu befähigen, unsere gewohnte Weltanschauung zu hinterfragen und dabei beispielsweise die krisenhafte Ausbreitung des Marktdenkens so weit einzudämmen, dass unsere ausgehöhlten Institutionen wieder dem Menschen dienen und nicht nur dem Profit oder dem Brauchbaren und nicht nur dem Machbaren. Doch nicht nur den Kapitalismus gilt es vor sich selbst zu retten, indem wir alle mündige Wirtschaftsbürger werden, wie der Journalist Wolf Lotter das nennt, sondern auch Digitalisierung und Globalisierung bieten unserer gesamten Spezies ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten, die wir geistreich im Sinne des Brauchbaren ergreifen müssen, wenn wir nicht von ihrer Eigenlogik überrollt werden wollen. Vor allem, wir erinnern uns, weil alles, was wir nicht bewusst beeinflussen, einfach immer so weitergeht. Und sich selbst aus den lebensfeindlichsten Verhältnissen von irgendwem aus irgendeiner Weise Profit schlagen lässt. Und obwohl angesichts der Tatsache, dass wir alle mit dem Leben und durch das Leben verbunden sind, das, was jeder Einzelne tut, Auswirkungen auf das Ganze hat. Und obwohl sich auch auf gesellschaftlicher Ebene gerade natürlich ganz viel zu bewegen beginnt, das hören wir ja, also von den Schülerprotesten Fridays for Future auf der ganzen Welt, über alle möglichen ganz klaren Statements gegen Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, ich weiß nicht, wie man das gegen Muslime nennt, ich glaube noch Fremdenfeindlichkeit, die haben noch kein Wort, hin zu dem neuen skandinavischen Trendsport Plogging, das heißt Joggen und dabei Müll aufheben, Jogging and Picking, Plogging, ja, kann man auch beim Spazierengehen machen, ja.
Also obwohl diese vielen hoffnungsvollen Dinge passieren, dürfen wir gerade auch das ganz große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Denn letztlich steckt hinter unserer kollektiven Identitätskrise eine geistige Krise, a spiritual crisis, die uns mit der Notwendigkeit einer neuen Daseinsbegründung konfrontiert. Nicht mehr als selbstherrliche Krone der Schöpfung, sondern als mächtige, uns hat besonders viel Verantwortung tragende Spezies unter Spezies, in respektvollem Austausch mit all dem, was mit uns lebt. Es wird Zeit, endlich wieder nach Hause zu kommen. Was nichts anderes heißt, als zu begreifen, dass wir immer schon zu Hause sind. Wir brauchen keine andere Welt, sondern ein anderes Bewusstsein dessen, was ist. Eigennutz, Ignoranz und Gier haben uns in diese Lage gebracht, aber bringen uns nun keinen Schritt mehr weiter. Wir müssen uns wieder erden. Aufräumen, ordnen, Schulden zahlen. Und durch diese bewusste Wiederaneignung von allem, was uns angeht und was wir verursacht haben, das Geheimnis des Lebens wieder in eine Heimat verwandeln. Angst und Ohnmacht zu überwinden bedeutet also, sich der in dem psychotischen Zustand unserer Gesellschaft liegenden existenziellen Anrufung durch das Leben entschlossen, aufmerksam und im besten Sinne humorvoll zu stellen. Und dabei genau da, wo man selbst lebt und liebt und arbeitet, Verantwortung zu übernehmen für das, was man sieht, das, was man tut und das, was man lässt. Denn obwohl alles mit allem verbunden ist, ist zugleich alles mit etwas verbunden. Und die Weise der Verbindung ist von Gewicht. Es macht etwas aus, woran wir uns orientieren, welche Wege wir einschlagen, welche Weisen des gemeinsamen Lebens und Sterbens auf dieser Erde wir bewahren und verkörpern und welche wir ablehnen. Deshalb ist ein bewusstes Leben im 21. Jahrhundert immer auch ein politisches Leben. Also eines, das die Oberfläche der Dinge ebenso schützt wie ihr Geheimnis. Den Humor brauchen wir dabei, weil wir leider tatsächlich weder allwissend noch allmächtig sind. Und es immer anders kommt, als man sich das gedacht hat. Diese ebenso bewusste wie vergnügte Rückkehr zum Leben ist ein poetischer Akt, weil so ein frischer Blick, der nicht mehr alles nur nach seiner Verwertbarkeit hin überprüft, sondern in einen respektvollen Dialog mit der Natur oder den konkreten Lebensbedingungen an einem bestimmten Ort tritt, dem, was er da findet, auch einen neuen Sinn verleiht. Jeder Mensch ist auf eine ganz tiefe Weise wirklich ein Künstler, ein Poet, der sich und sein Leben immer wieder neu erzählen kann und erzählen muss. Dabei trägt jeder von uns immer auch für das Ganze Verantwortung, weil wir für das, was wir tun und das, was wir lassen, auf unser Hiersein antworten. Wobei die Antwort unserem eigenen, ebenso wie unserem gemeinsamen Hiersein, eine Form gibt. Die Anerkennung unserer kreativen Kräfte erinnert uns daran, wie viel Gestaltungsfreiheit in unserem Umgang mit dem Leben liegt. Wobei wir durch solch eine bewusste Auseinandersetzung mit unserem Dasein als kreative Kreaturen nicht nur das hier eigene, sondern auch das Gemeinsame wiederfinden. Wie zum Beispiel die Gewissheit, dass uns Menschen jenseits unserer Herkunft, unserer Weltanschauung und unserer Fähigkeiten tatsächlich weitaus mehr verbindet als trennt. Weil wir alle geistige Geschöpfe, kreative Kreaturen sind, die ihr Dasein nicht nur erfahren und erleiden, sondern auch gestalten und verändern können. Wir sind alle Mitschöpfer dessen, was ist. Denn unser Leben und Zusammenleben hat die Bedeutung, die wir ihm geben. Und die Zukunft, die wir suchen, sind wir selbst. Wenn wir dabei allerdings nicht mehr nur uns, sondern auch allem, was mit uns ist, gerecht werden wollen, müssen wir uns zugleich fragen, wie es uns gelingen kann, endlich wieder mehr in die Welt hineinzugeben, als wir hinausnehmen. Ein anderes Wort für diese Haltung ist Liebe. Vielen Dank. Ja.